Heute steht das Opern-Highlight der Extraklasse im Zentrum unserer Sendung. Zu Ehren vom 200. Geburtstag von Giuseppe Verdi wird sein Meisterwerk «Aida» in einer malerischen Kulisse am Pfäffikensee aufgeführt. Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Wochenstart im Top-Tag heute. Mit spannenden Gästen, nämlich mit den beiden Sopranistinnen. Ich begrüße herzlich Noemi Nadelmann. Schön sind Sie da, dann Barbara Lafaro und der CEO vom Festival La Perla zu Pfäffiken, der Georges Egloff. Grüezi miteinander, herzlich willkommen in unserer Sendung. Frau Nadelmann, «Aida», ein Opernspektakel, das am Pfäffikensee aufgeführt wird. Soviel ich weiss, haben Sie das noch gar nie gesungen. Wie steht es denn mit der Probe? Ja, wir sind fest am Vorbereiten. Gell? Also jeden Tag wird korrepetiert und geübt und auswendig gelernt, noch am Abend im Bett. Der Text, ja, wir sind ganz flüssig. Es ist eine riesige Partie. Und natürlich auch auf der Stimme geübt, etwa so 3 Stunden im Tag schon, dass das wirklich dann auch sitzt. Ja. Also Sie gehen mit «Aida» ins Bett und stehen mit «Aida» am Morgen wieder auf? Ich gehe vollkommen schwanger. Okay. Wie ist das bei Barbara Lafaro? Sie singen ja die gleiche Partie wie Frau Nadelmann, alternierend. Genau. Wie steht es bei Ihnen mit der Probe? Ja, ähnlich. Also, die Vorbereitung ist gross und nimmt einen grossen Teil ein. Und ich denke auch wichtig, wie Frau Nadelmann gesagt hat, jeden Tag dran sein und dann gleichzeitig auch mal eine so eine grosse Partie wie «Aida», wenn man sie studiert hat, die ganze, dann auch mal Ruhe und wieder vornehmen, andere Sachen studieren. Und so, denke ich, setzt sich die Partie auch richtig fest. Mhm. Also, so ist man dann auch richtig drinnen und ist eben schwanger. Oder irgendwie ist wirklich «Aida» ist nachher ein selber. Ich merke richtig, beide strahlen, wenn es um «Aida» geht, wenn man das einschätzt, von der Schwierigkeit her. Ist das etwas vom Schwierigeren, was es im Klassischen gibt? Oder wie würden Sie das etwa einschätzen, Frau Nadelmann? Sie gilt als gefürchtete Partie und mittlerweile weiß ich warum. Es hat wirklich so viel, es ist gespickt mit Schwierigkeiten. Erstens musst du durchheben, vor allem einfach so nach der Pause, da geht es wirklich los, Schläge lassen weg, einen nach dem anderen, einen schwieriger nach dem anderen. Höhe Cs, die du einfach musst haben, die du abschiessen musst, tiefste Töne und eben auch sehr viele leiselige Töne, vor allem dann am Schluss. Du darfst einfach nicht müde sein beim Schlussduett, weil dort kommen so viele Piani, so viele leiselige Stellen und höhere Stellen. Und die müssen da anspringen. Also die Stimmbänder müssen noch funktionieren können. Das ist, glaube ich, unter anderem eine grosse Herausforderung. Und man darf auch sich nicht so sehr von der Emotionalität hinreissen lassen. Weil es ist eine sehr traurige Geschichte, dass man noch immer bei Stimme sein kann. Wir wollen dann nachher auch ein bisschen wissen, wie der Stand der Vorbereitungen ist, von der Organisation her. Darum ist auch der Herr Egloff da. Es nimmt mich aber gleich noch Wunder. Wie ist das bei euch beiden? Normalerweise, wenn zwei das Gleiche singen, entsteht eine gewisse Konkurrenzsituation. Weil ja, sagen Sie mal, wahrscheinlich jeder Künstler will auf der Bühne zeigen, was er drauf hat. Wie ist das Verhältnis unter euch beiden? Kann man das als Konkurrenz bezeichnen oder ist das eher freundschaftlich? Mindestens, ich habe nicht das Gefühl, es ist eher freundschaftlich, so wie ihr da sitzt. Sehr freundschaftlich, also gar nicht Konkurrenz. Ich denke, wir sind beide so, dass wir eher voneinander das Gefühl haben, dass wir profitieren können und nicht als Konkurrentinnen auftreten. Wir kennen uns 4 Jahre und sind schon befreundet. Wir haben schon zusammen gesungen in Avanche. Es war Donna Elvira, ich Donna Anna im Don Giovanni. Es ist eine grosse Freude, können wir beide «Aida» dort singen. Und, aber das ist nicht immer so, oder? Dass zwei, die das Gleiche singen, so, ich sage jetzt mal, freundschaftlich miteinander können umgehen können. Oftmals ist es schon auch ein bisschen Konkurrenzsituation, nehme ich an, oder? Also, wie sind so die Erfahrungen? Wir haben sicher beide schon die andere Besetzung gehabt, die dann eifersüchtig da unten sitzt und einem anschaut, dass man gerade vergiftet ist und so weiter. Aber dann muss man lernen, sich natürlich zu schützen. Aber Gott sei Dank, mich tut Barbara beruhigen. Und ich weiss, dann kann ich sie fragen, du, klingt der Ton gut oder wie nimmst du da den Atem? Ich glaube, wir können das auch austauschen. Ich bin sehr froh, dass ich Barbara an Bord habe. Für euch ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Und es du weißt ja auch, welche Vorstellungen du singst, welche sie nicht. Also das ist ja alles verteilt. Oder? Es ist klar. Regelhaft schwierig oder einfach ist es dann gewesen, die beiden bekannten Sopranistinnen zu verpflichten für das Highlight? Gut, das hat unser künstlerischer Leiter Sergio Fontana übernommen, der, glaube mit beiden von euch schon zusammengearbeitet hat. In Avanche unter anderem. Und da eigentlich eine langjährige Beziehung hat. Und
sind wir sehr froh, dass er das geschafft hat. Mhm. Das hat es in dieser Form, soweit ich weiss, in der Schweiz noch nie gegeben, wie das jetzt aufgeführt wird, die AIDA am Pfäffikensee. Wieso ist man auf die Idee gekommen? Ich erinnere mich an die Bregenzer Festspiele. Ist dort die Idee entstanden? Ja, die Vision ist, eigentlich, dass man sagt, wir wollen ein kleines Verona schaffen in der Schweiz. Mhm. Und wir haben in Avanche sehr ein erfolgreiches Klassikfestival, wo beide auch schon auftreten sind. Und es gibt im ganzen grossen Raum Zürich eigentlich nichts Vergleichbares. Und das war die Idee. Ich habe aufgrund meiner vergangenen Tätigkeit ein Gespür entwickeln können, welche Events funktionieren, welche funktionieren nicht so. Und ich glaube, wir haben wirklich Marktlücken entdeckt. Mhm. Das sehen wir jetzt auch im Rahmen des Vorverkaufs, dass sich das sehr, sehr gut entwickelt. Ich weiss von Ihnen, dass Sie früher eher Pop- und Rock-Veranstaltungen mitbegleitet haben. Was ist der grosse Unterschied, wenn man die zwei Sparten miteinander vergleicht, Pop, Rock und jetzt Klassik? Gut, für den Bereich, den ich jetzt verantwortlich zeichne, das ist, sind die Mechanismen in etwa gleich. Also, es ist, jetzt gerade bei uns beim Festival am Pfäffikensee sind es drei zentrale Erfolgsfaktoren. Das eine ist das Künstlerische, das macht der Sergio Fontana, wo das sehr gut kann. Das zweite ist das Marketing, die Vermarktung des Events selber. Das ist unsere Kernkompetenz. Und das dritte ist Geld, das ist die Lokation am Pfäffikensee, mit in dieser Naturkulisse. Ihr beide haben vorher gesagt, ich probe allein. Irgendwann kommt dann ein Orchester dazu, irgendwann kommt ein Chor dazu. Wie ist denn das, wenn man es erst mal so richtig merkt, wie es jetzt anfängt zu tönen? Schön. Der Teppich kommt, gell? Genau. Es ist dann endlich ein dicker Teppich. Macht man sich dann auch vorher Vorstellungen, wie es im Idealfall tönen sollte? Oder wie gehen Sie dann dort dran an? Es wird ja langsam aufgebaut. Man hat am 26. Juli ist der Probebeginn, wo dann der Regisseur mit uns anfängt zu arbeiten. Zuerst hat man ein Konzeptionsgespräch, da wird uns gezeigt, wie wird das Bühnenbild und Kostüm und was hat er für eine künstlerische Idee dahinter, also schauspielerisch gesehen jetzt. Und dann sind da mal lang nur Proben mit dem Regisseur, gell? Genau, die szenischen. Und dann kommen sehr wahrscheinlich erst nach vielleicht einer Woche oder so, geht man erst mal mit dem Orchester einmal nur in einem Saal proben. Mhm. Dann kommen sie erst mal dazu, sogenannte Bühnenorchesterproben. Und dann der Chor wird relativ früh auch dazu genommen werden. Schon, genau. Aber richtig so, dass man alles miteinander hat, man eigentlich erst ab der Bühnenorchesterprobe. Das wird vielleicht so eine Woche, 10 Tage vor der Premiere erst sein. Mhm. Und soweit ich weiss, kann man dort sogar zuschauen, Regloff, oder? Das ist richtig. Vielleicht noch eine Ergänzung zu der Probe. Seit 1,5 Jahren ist der Chor bereits intensiv am Proben, nämlich alle 2 Wochen. Wir haben gerade jetzt am letzten Samstag auch die Ergänzungssänger aus Parma, die mit dabei sind und den 80-köpfigen Chor verstärken. Also da wird intensiv bereits daran gearbeitet. Am See selber, ab dem 26. Juli, ist auch uns ganz wichtig, dass wir das vor Ort machen können. Dass auch die Bevölkerung, die Leute am Pfäffikensee, die dort spazieren gehen, die sich erholen, dass die das miterleben können. Wie entsteht eigentlich so eine Oper? Oder das Bühnenbild, die szenischen Proben, wie passiert das? Also das Gelände ist offen und die Leute sind willkommen. Dürfen auch Probe Flasche Champagner beispielsweise mitbringen, oder wenn sie unbedingt wollen. Schocki, genau. Wir nehmen alles. Gut, Sie haben es angetönt, das ist ein Naherholungsgebiet im Zürich-Oberland. Wie ist denn das, wenn AIDA aufgeführt wird? Wird das ganze Zürcher Oberland verstopft sein mit Auto? Oder wie sieht es aus mit der Anreise? Gut, da sind wir extrem in der Pflicht. Und haben auch eine grosse Verantwortung. Wie Sie es gesagt haben, es ist mitten im Naturschutzgebiet. Darum haben wir uns auch freiwillig entschieden, dass wir sagen, wir wollen das Bahnbillett inkludiert haben im Ticket, dass die Leute wirklich die ÖV benutzen. Also auch hier wird wirklich die Aufforderung, bitte nehmt die ÖV. Wir haben Spezialzüge, wir haben Spezialbusse. Bis am Morgen um 2 Uhr, jeden Tag, wo die Veranstaltungen stattfinden. Wir haben zum Beispiel vor Ort Umweltexperten bzw. Abfallexperten, die den Leuten erklären, warum wir ein Recyclingkonzept haben, was passiert denn mit diesen Abfällen, die wir zurücknehmen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Wir können kurz uns anschauen, wie denn das aussehen soll. Natürlich noch nicht real, sondern in einer Animation, die ihr gemacht habt. Da kommen ein paar Bilder. Vielleicht können Sie gerade auch ein bisschen dazu dann erzählen, ja, wie das da entsteht. Ich hoffe, die Bilder kommen gerade. Jawohl, da kommen sie. Das ist das Intro natürlich vom Festival La Perla. Und jetzt werden wir dann gerade sehen, wie sich das Pfäffiken sollte präsentieren. Vielleicht können Sie da kurz sagen, wo wir sind. Also ab dem Abend, um 6 Uhr, ist die Türöffnung. Wir sind jetzt hier in dem sogenannten Public-Bereich Piazza Verdi.
wo wir verschiedene Essens- und Verpflegungsstände haben. Also das Konzept ist so, dass wir dort italienische Spezialitäten anbieten, von Risotto über Piadine. Einfach im Verdi-Gerecht, der Verdi-Kunde aus der Region Parma. Wir sehen jetzt hier die Bühne am See, geht direkt, wo dran der Wanderweg weitergeführt wird. Wir sehen vorne, nicht ganz richtig angeordnet, hier noch das Orchester, das 80-köpfige. Und gehört jetzt im Hintergrund, eigentlich, das ist eine Originalaufnahme aus 1963. Das heisst, wir werden sehr puristische Inszenierung umsetzen. Wir sehen jetzt hier die Sitzplatztribüne mit einer Kapazität von 3.900 Plätzen. Wir sehen hier alles sehr offen, es ist nichts abgedeckt. Das heisst, wenn es regnet, dann wird es entweder verschoben, dann regnet es. Letzten Sommer hätten wir alle können stattfinden lassen, Veranstaltungen. Und Sie sehen jetzt hier die Sicht mitten in das Naturschutzgebiet, in den Pfäffikensee. Eine wunderschöne Traumkulisse. Also, sieht jeder, spektakulär schon aus, natürlich so. Und das wird genau am Schluss auch so aussehen, oder? Es wird genau so aussehen. Das sind maßstabgetreue Pläne, die wir vom Bühnenbild, aber auch von der Sitzplatztribüne umgesetzt haben. Korrekt. Die beiden haben auch ganz gespannt auf den Monitor geschaut, Frau Nadelmann, gefällt es Ihnen, was Sie da sehen? Ich schaue das immer wieder mal an dazwischen. Ich finde das so inspirierend. Das Gute ist ja, Sie haben das wunderbare Panorama im Rücken. Also, Sie sind mindestens durch den See nicht abgelenkt beim Singen, oder? Man sollte sowieso nicht abgelenkt sein, oder? Man sollte in der Partie können bleiben, gell? Ja, wie ist denn das akustisch für euch? Das ist für aussen, das ist natürlich anders, als wenn Sie beispielsweise in einer Tonhalle auftreten. Was sind für Sie die grossen Schwierigkeiten bei einem Open-Air-Auftritt? Es ist schon so, also wenn du unverstärkt singen und das ist ja der Plan, dann musst du einfach wirklich gehen. Also das ist ein Äquivalent zu einem ganz grossen Haus, das ich vielleicht in Chicago hatte mit 3500 Plätzen oder an der Basti und solche Häuser oder in der Mitte. Und da weisst du einfach, da musst du gehen. Und die Herausforderung, das möchte ich betonen, haben wir vorher davon geredet, dass du eben auch die Piano-Momente hast und auch die müssen tragen. Also dann das Leisliche muss auch tragen. Ja, sonst haben wir Fischkonzert, wo noch das Mühle auf und zu geht. Also dass du wirklich auch so gut vorbereitet bist, dass auch deine Pianotöne noch schön hörbar sind in der letzten Reihe. Können Sie die Ansprüche erfüllen, rein technisch oder von der Bühnenkonstruktion her? Gut, wir haben uns vorbehalten, dass wir einen Plan B haben. Wenn es nicht funktionieren sollte, wissen wir erst wirklich dann an der Probe selber, dass wir auch eine Ambientverstärkung haben bzw. Unterstützung. Das Ziel ist aber, dass wir es live machen. Und, wir haben heute Morgen darüber geredet. Also, so eine Stimme entwickelt so eine Dynamik, so eine Kraft, das ist eigentlich wie ein, wie hast du gesagt, wie ein Düsenjet, ein halber? Ja, ein Drittel oder ein halber Düsenjet. Ja, jetzt muss man sich das vorstellen. So genau. Und wenn man dann ein 80-köpfiges Orchester hat, 80-köpfigen Chor, dann kommt da eine wahnsinnige Power. Und musst noch durchkommen, durch die 160 Instrumente bzw. Stimmen. Aber ich denke, wenn es klappt, ist es sehr schön, weil es ist halt dann, sehr homogen und einfach so, wenn man wirklich die Stimme so hört mit dem Forte-Piano und so, ist einfach wirklich einfach musikalisches Highlight. Einfach. Etwas anderes, wie wetterfest sind Sie? Wie wetterfest? also meine Stimme man kann ja vieles über die Schweiz sagen, aber wir sind nicht bekannt für wahnsinnig spektakulär schöne Sommer. Ausnahmen da mal schnell weggeladen. Genau. Also wir hoffen natürlich auf einen wunderbaren Sommer, das ist klar. Also, laut 6 Leute ja nicht. Genau. Der hat so dermassen lang gebraucht, bis er verjagt hat. Aber wir glauben ja an das Positive. Genau. Ja, also die Muttertaler Wetterfrösche sagen ganz etwas anderes, dass wir den heissesten Sommer werden seit 2003. Und ich verlasse mich jetzt mal auf die Muttertaler. Was ist denn schlimmer, Regen und kühl oder eine extreme Hitze, Frau Nadelmann? Also ich habe schon Open Air gesungen auf dem Gendarmenplatz in Berlin und da hat es geschneit. Und ich bin da in diesem Büste gestanden und ich weiss noch, wie ich so auf meine Haut geschaut habe und dann sind die Schneeflocken runtergekommen und ich habe gemacht, ich hatte heiss, weil du beim Singst bist sowieso oder? Erhitzt. Und ich habe Open Air im Mörbisch gemacht, wo das Orchester unten ist, unter dem Bühnenboden und es hat gewindet und geregnet und es hat uns verweht und wir haben gesungen. Du bleibst in deiner Rolle und du machst es. Ich meine,
Man würde ja auch von außen einfach weiterlaufen, wenn man keinen Regenschirm hat. Was müssen wir aber so? Zuschauer zum Mitsingen animieren, weil die verrühren dann natürlich. Die brauchen dann natürlich ein blaues Käppchen und sind dann als Schlümpf dort draussen. Und hauptsächlich wir... weißt du, Feucht ist ja ganz gut für die Stimmbänder. Feucht ist nicht schlecht, ja. Hat es schon gegeben, dass so ein Auftritt hat müssen abgesagt werden wegen dem Wetter? Nur, wenn das Orchester draußen ist. Wenn nur die Sänger draußen sind, wird das knallhart weitergeführt. Und wie ist das? Ist das Orchester deckt oder ist es auch draußen? Also besteht eine minimale Chance, dass man zum Beispiel mal einen Auftritt wegen schlechtem Wetter müsste absagen? Gut, das ist so. Wir haben vier Schiebungsdaten vorgesehen. Wir werden am 5. Uhr entscheiden, ob es Abend stattfindet oder nicht, zusammen mit Meteo Schweiz. Und wir haben bewusst auf das verzichtet, auf das Abdecken. Wir haben bewusst darauf verzichtet, auch das zu verstärken. Weil wir wollen wirklich die Oper 1:1 wiedergeben, wie es eigentlich der Giuseppe Verdi in seinem Geist, gewesen wäre. Könnte man dann so etwas überhaupt versichern als Veranstalter? Schlechtes Wetter? Das muss man versichern, weil es ist ja so, dass wir... gemacht? Das haben wir selbstverständlich gemacht. Also die beiden Frauen kommen ihre Gagen auch über, wenn jetzt müsste abgesagt werden. Das ist eigentlich meine Frage. Ist das so? In dem Fall haben Sie jetzt doch noch etwas dazugelernt. Ja, genau, also die Verträge genauer lesen. In dem Fall schauen Sie Ihre Verträge nicht so genau an. Nein, nicht so. Gut, ich meine, in dem Fall wissen wir jetzt, wir haben das auch auf Band. Wir können jederzeit das am Herrn Egloff wieder zuspielen, wenn er dann sollte klemmen bei den Gagen. Ja, genau. Was er aber glaubt. Das ist schwarz auf weiß auf einem Tape. Sie sind in der Versicherung. Farbig auf weiß. Genau, also wir haben die Versicherung abgeschlossen. Weil das ist natürlich schon ein Risiko. Und es ist nicht nur schlechtes Wetter, es kann auch irgendetwas passieren. Sei das Brand, sei das irgendein Sturm. Was auch immer für Ausfallgründe möglich wären, haben wir natürlich abgedeckt. Und andere Situationen, die passieren könnten, rechnen wir da auch damit? Also, dass jetzt zum Beispiel irgendwie Verspätungen, sei es aus dem Personal, aus dem Orchester oder so, wie kann man all die Leute auf einen Punkt koordinieren, dass der hinterste und letzte zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort ist? Das stelle ich mir als Riesenaufwand vor. Also, der Aufwand ist gigantisch. Vielleicht schnell zu der Versicherung. Wir haben eine 48-seitige Police.